Jupp. Einfach geradeaus nach Norden. Also bei dem Nebel hat man wirklich das Gefühl, dass das Meer einfach endet und dass man an der anderen Seite runterfallen könnte. Ja, es hat mit seine Gründe, warum dieser Gedanke aufkam. Tja. Und was haben wir gelernt, wenn man einen Druiden über das Ende der Welt schießt, dann landet es bei Indianern. Dann landet er bei Indianern. Ja. Ich musste gerade an Kampfdruiden denken, deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Nee, Kampfdruiden nicht in dem Falle. Guy hat sich unterm Kartentisch versteckt. Ich weiß nicht. Oder Verstecken spielen, eins von beiden. Ich hab ihn jetzt einfach wieder hierher gesetzt. Oh, das irgendein schwarzes Schiff ist da auf der Karte bei Fruits Lagoon mit einer roten Flagge mit weißem Totenkopf drauf. Wir sollten trotzdem nicht wissen, wo wir sind, aber behalte sie mal im Auge. Ja, die segeln gerade Richtung Plunder Valley ungefähr. Beziehungsweise jetzt eher Richtung Sailor's Knot, also Sailor's Nestronghold, die Insel, an der wir gerade vorbeigeschippert sind. Ja. Kann aber niemanden sehen, die Wellen sind zu hoch. Wenn sie jemanden auf dem Ausguck haben, könnten sie uns eventuell noch vorher doch sehen. Ich sehe sie. Geh auf den Ausguck. Steuerbordseite sind die. Jupp, ich gehe gerade hoch. Das sind drei Master. Ah, da hinten. Ja, die fahren weiter gen Süden. Ach, diese Wellen gerade. Wollen wir links beim Außenposten landen? Da ist gerade nichts los. Dann können wir schnell alles Deswegen Wertvolle ja einmal gucken, runter. Aber die Wellen waren zu hoch, um zu sehen. Jupp. Wie gesagt, ich sehe kein einziges Schiff da. Da können wir schnell alles, was wir haben, loswerden und dann direkt weiter segeln. Ja. Wo sind wir denn? Ach, ich sehe nichts bei den Wellen, wo ich anlegen muss. Definitiv nicht da, da ist der Turm. Ich bringe einfach mal die Sachen, die wir unten haben, am Deck, dann brauchen wir nicht immer runterlaufen. Sondern können die direkt hier oben vom Deck klauben, dann geht's schneller. Du weißt schon, dass das der Sinn dahinter ist, die zu verstecken vor anderen Leuten Augen. Oh, wir haben hier noch was. Wir haben was auf, Springfässer. Jupp, ich hab's gerade gesehen.
Flaschenpost mindestens ist eine dabei. Aber ansonsten sehe ich nur Sprengfässer. Wo ist jetzt, habe ich gerade... Beim Fass da. Ja, ich bin... Okay. Nee, hier ist noch eine Kiste. Ah, okay, gut. Kanonenkugeltruhe. Die wir verkaufen können. 0 von 50, na, verkaufen wir die leere Kiste. Das ist die Insel, wo keine Insel ist. Die Hauptinsel ist. Hm, ich gehe schon mal über Bord und bring den Meerjungfrauenrubin weg. Das. Bring ich mal Schädel weg. Jupp. Bist an der falschen Insel. Ja. Wir haben dann noch die Aschetruhe auch und das eine Ding, was wir beim Goldtypen noch abgeben können. Wir haben noch ein bisschen mehr. Ja, wir haben noch mehr als ein so Schädel. Viel? Ja. Und der Pokal, den wir da für den Goldtypen haben, der sieht ziemlich wertvoll aus. Ja, aber andererseits, der Goldtyp gibt eigentlich normalerweise nicht so extrem viel. Das ist eine opulente Kuriosität, wart mal ab. Komm. Ja, ich bin ja Stufe 20 beim Handelsbund. Ja, ich fast 26. Guck, ist doch... 986, ja, ist nicht schlecht. Oh. Ich bin jetzt auch bei 38.000 Gold. Nach der Mission hab ich definitiv Geld für die Galeonsfigur. Das ist doch schon mal cool. Dann bringe ich mal die Aschentruhe weg. Aber denk dran, wir haben noch eine leere Kiste mit Kanonenkugeln, die du verkaufen kannst. Ja. Da kommt ein großes Schiff. Oh, was? Oh ja, abhauen. Sofort. Definitiv weg. Lichte schon mal den Anker. Würde ich ja gerne, aber das geht alleine nicht so schnell. Segel runter, sofort. Danach. Mach sofort die Segel runter. Und setze in den Wind. Wir können den ab. Können ohne Probleme von den weg. Lass einfach so. Reparier das Loch. Können uns im vollen Wind niemals einholen. Aua, ich bin runtergefallen. Na, ganz toll. Wo ist das große Schiff von dem? Na, da komme ich aber auch nicht hinterher. Ich glaube, jetzt ist ja noch ein Megalodon oder so. Die haben uns gehakt. Auf jeden Fall habe ich Kampf. Das ist das Problem. Okay. So kommen wir nicht davon. Wir waren schon zu nah dran. Hättest du es früher sagen müssen. Dass die so nah dran sind. Ich hab sie auch erst gesehen, als sie dann schon da waren. Ja, ich muss aber gerade mal was essen. Und nein, wir haben Skelettschiff. Ganz toll. Ey. Bloß weg und lass die mit dem Skelettschiff spielen, finde ich eigentlich.
nach Möglichkeit. Ich repariere einfach mal so lange weiter. Alles Mögliche. Ja, ich muss mich gerade heilen, weil... ich muss mich gleich auch heilen, merke ich gerade, weil ich sonst tot bin. Sonst das Skelettschiff. Einfach kommt. Yep. Ach, fuck, mein Steuerrad ist natürlich hinüber. Okay, scheiße. Ich muss mich gerade noch heilen. So. Ah, das Skelettschiff beschießt jetzt. Ich weiß. Jetzt gerade den. Jupp. Hoppala. Nimm mal. Ich habe das Steuer falsch eingestellt. Okay. Vorsicht, die kommen, die wollen rechts kommen. Wir sollten nicht nach links, wir sollten eher nach rechts. Ja, ist schon klar. Da ist auch das Segel ausgerichtet. Wir müssen einfach nur nah am Außenposten vorbei, damit wir das Skelettschiff verlieren. Ja, damit die das eventuell aufsacken. Ja, genau, so. Jetzt haben wir den Advantage. Ja, ich gehe schon mal, dass ich hier dementsprechend... Ja, du musst das Segel im Wind halten, unter allen Umständen. So, okay, ja. Da, so. Aber wir haben ein bisschen was verkauft. Wir haben noch die Aschetruhe. Die lebt. Ja, aber notfalls selber ist die Aschetruhe auch nicht so wichtig. Gut, gut. Natürlich, ich. Warum auch was anderes treffen als mich? Ich glaube, ja, irgendeine ich betrunkene Truhe hat mich erwischt. Uns alle, du musst nur reparieren. So. Mache ich gerade. Das geht. Aber wir können die halt nicht verlieren, dieses scheiß Geisterschiff. Weil das natürlich auch uns verfolgt. Wir halt. Oh, ich muss mehr in den Wind drehen. Ich kann nicht fahren. Mach dein Bestes, aber es sieht gerade schlecht aus. Ich gebe auch hier mein Bestes unten, aber es ist nicht so. Das ist aber auch ätzend, dass beide auf uns schießen. Ja, die hinter uns und schießen schon wieder betrunken. Das ist. Fehlinterpretation. Okay, sorry, ich krieg das hier unten nicht so mit, wer schießt. Du musst mehr reparieren. Aua. Ich versuch's. Ja. Ich kann nur ein gewisses Stück reparieren, weil irgendwann muss ich auch mal Wasser rausschütten, weil... Wie können die uns einholen? Das macht keinen Sinn. Sehr gut. Keinen Sinn, dass die uns einholen können zurzeit. Das große Schiff meinst du? Was sonst? Oh, fick mir, da kommt wieder eine Geisterkugel. Scheiß auf die Geisterkugel. Warum sind die aggro auf uns? Wir haben nicht auf die. Oh, ich hasse es. Man hat hier auch echt immer das Schlechteste losgezogen. Wie können die uns einholen? Unser Mast fällt gleich ab. Sind wir richtig im Arsch? Geh den Mast reparieren. Nein, kann ich nicht, weil dann saufen wir ab. Unten ist schon fast voll Wasser. Alter, nee, ich glaube, das Schiff kriegen wir nicht gerettet. Hier, nee, es ist tot. Das Schiff ist weg. Na dann, nimm dir so viele Brandbomben, wie du nehmen kannst. Okay, können wir nicht mehr ins Wasser abtauchen, bevor die uns sehen. Wir müssen in der Nähe bleiben, weil die wollen den Loot haben. Ja. Ich habe keine Brandbomben, schade. Ach, natürlich hast du das nicht. Ja, die wollen den Loot haben. Ist schöner Loot. Eine einzige Aschetruhe. Ich habe einen getötet. Ja. Muss nur kurz auftauchen.
Wenn der Vorteil ist, der Vorteil ist wenigstens beschäftigt jetzt das Geisterschiff die. Ich habe zwei dran. Ah fuck, ich bin gerade erschossen worden. Ansonsten wäre meine Idee gewesen, versuchen bei denen irgendwie rauszukommen, um irgendwie bei denen die Brandbomben nach Möglichkeit zu finden und dann deren eigenes Schiff in Brand zu stecken. Aber das wird nicht ausreichen, die zwei Brandbomben, die ich habe. Oh man, zack. Du musst immer unter Wasser bleiben, damit sie dich nicht sehen. Ich war unter Wasser. Als sie mich erschossen haben. Aber hat da wirklich gerade einer von denen rumgeflennt gegen uns? Keine Ahnung. Ich glaube ja. Ich kann halt gerade nicht sofort erschossen, wenn ich da hochgehe. Ich muss mir überlegen, wie ich die Brandbomben einsetze. Vernünftig. Weil halt wirklich nicht, wie ich das am besten machen kann. Ja, ich bin jetzt auch tot. Ach, warum ist... Guck, deswegen sage ich, keine Schätze mitnehmen. Ich weiß halt auch nicht, wie die uns finden können. Oder die kriegen jedes Schiff angezeigt ab einer gewissen Stufe. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich habe bei denen keine Stufe gesehen. Ja, ich weiß es halt auch nicht. Ja. Aber ich kenne mich auch in diesem Spiel nicht so gut aus, dass ich hier alles kenne. Sind wir jetzt mitten am Schnitterversteck? Holy shit. Wir müssen halt zurück nach. Warte, wir gucken mal, wo wir. Ja, aber das Fass haben wir natürlich nicht. Nee, das Fass müssen wir nochmal. Das war auf Discovery Ridge, oder? Ja. Discovery Ridge. Das ist halt immer. Hey, ich hab nicht gesagt, ich. Ja, die sind halt da immer noch in der Nähe. Ja, das ist das Problem. Die uns einholen konnten. So überhaupt nicht. Ich auch nicht. Die sollten eigentlich wesentlich langsamer sein. Ja, klar haben die einen größeren Wendekreis, aber die sollten mit... Ja, die haben eine gute Mannschaft, die sie im Wind hält. Das ist das Problem. Dass wir andere Probleme hatten natürlich, weil... Bei wegen dem fucking Geisterschiff auch. Einfach gen Null geht manchmal. Wir haben halt jetzt keine Vorräte, so whatsoever. Wo müssen wir jetzt hin? Richtung Nordwesten irgendwie. Lass mich mal anleiten, ich weiß gerade nicht, wo genau wir hin müssen. Okay, mach ich. Wir müssen nach Süden. Nach Süden. Yep, Südwesten. Südwesten, bitte. Oh. Und bitte sei schneller, weil die Arschlöcher dringen schon wieder in unsere Richtung. Wie können die das wissen, wo alle Schiffe sind? Das ist doch...
Bullshit. Okay, gerade würden sie geradeaus auf Schnitter versteckt zufahren. Oder war das was anderes? Wir waren beim Außenposten Golden Sands, aber sind wir danach weiter nach Norden gefahren oder nach? Wir sind am Außenposten, okay, nämlich vorbeigefahren, um eigentlich das Piratenschiff, das Geisterschiff loszuwerden. Das ist, stimmt schon, dass die das sind. Okay, gut. Sind die das. Okay, gut. Weil nur spezielle Schiffe, die uns auch angezeigt werden, können uns auch über Distanz verfolgen, wo sie uns nicht sehen können. Ich sehe sie schon wieder. Na toll. Die sind viel zu weit weg, wir müssen die einfach im Auge behalten. Ja, aber wir müssen wieder das fucking Fass von der Insel. Ja, aber ich weiß doch, wo das ist. Ja, okay, stimmt auch wieder. Muss nur die richtige. Muss mir immer noch sagen, wo wir hin müssen. Hatte ich dir doch gesagt. Weil ich weiß ja nicht, ob ich auf dem richtigen Kurs bin und welche Insel das ist. Hinter der Insel nach Westen. Hinter der Insel nach Westen. Schon klar. Aber halt das Piratenschiff im Auge. Aktuell bist du an der Landkarte. Ja. Richtig. Okay, dann gehe ich wieder in die Landkarte. Ich verstehe halt nicht, wie die uns einholen konnten. Das gibt es niemals. Ach, wir sind am Anfang der Welle, die Kanonen schießen wieder auf uns. Ja. Ich habe halt auch absolut keine Ahnung, aber ich kenne mich auch nicht mit den Geschwindigkeiten der Schiffe hier aus. Sinn, dass die schneller sind. Besonders, die haben schon mehr Kanonen, warum sollten die schneller sein? Größere Segel. Aber die sind auch schwerer, die brauchen die größeren Segel. Ich meine ja nur vom Willen her. Wie gesagt, ich kenne mich. Ja, ja. Sollten die auf keinen Fall schneller gesagt, sein, weil ich schon die nicht. Höhere Schutz habe. Ah, okay, das meinst du, ja, okay. Weil sonst hast du ja als kleines Schiff überhaupt keine Chance. Kannst die zwar relativ gut umgehen, aber wenn du halt irgendwas machst, außer rumfahren, ist das etwas schwierig. Du musst auf dem Schiff bleiben und sagen, ob die dann in unsere Richtung kommen. Ja, ja, aktuell bin ich die ganze Zeit an der Karte und behalt die im Auge. Du musst mir sagen, ob sie in unsere Richtung fahren oder nicht. Aktuell sind sie, glaube ich, bei Lagoon of Whispers vor Anker, also. Aktuell kann ich schlecht einschätzen, ob die in unsere Richtung fahren oder nicht. Sind sie in unsere Richtung denn gedreht? Leicht. Leicht, aber leicht, also sie sind nicht nach Süden gedreht, aber leicht südostlich. Eher östlich. Aber wie gesagt, gerade aktualisiert sich die Karte nicht. Beziehungsweise ihre Position aktualisiert sich gerade nicht, deshalb kann ich es nicht so einschätzen jetzt. Diese bewegen sich dann einfach nicht. Ja. Discovery Ridge, hier sind wir wieder. Jupp. Ich lasse auch das Segel diesmal auf voll, damit wir notfalls dampfen können. Direkt weg können. Es war doch Discovery Ridge, oder? Jupp, war es. Ah, ich weiß, ich will nicht jedes Mal nachgucken müssen in der Missionslogbuch, deswegen komme ich nirgendwo drauf auf die Insel. Hier ist. Okay, hier sind wir. Ist wieder dieser seltsame Nebel. Na toll.
Gut. Ne, die Truhe kann man immer noch nicht mitnehmen. Na toll, schade. Ja, also selbst wenn. Wir wollen ja keinen Schatz dabei haben diesmal, weil das bringt ja nichts. Außer Ja. Geisterschiffe anlocken, weil das ist bestätigt, dass, wenn du Schatz hast, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Geisterschiffe angelockt werden. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Es ist nur natürlich. Naja, finde ich eigentlich nicht so, Doch, weil da. natürlich. Je mehr Schätze du kannst, desto höheres Risiko hast du. Vollkommen natürlich. Okay. Was? Ich behalte gerade das andere Schiff im Auge. Es hatte sich kurz in unsere Richtung gedreht, aber ich kann noch nicht einschätzen, wohin es jetzt segelt. Yep, ich höre schon, wie das da hochgeht, wieder alles. Ja, ich muss da ein bisschen weg. Guck, easy going, schnelle Lieferung. Okay, es segelt von uns weg. Ich gehe davon aus, dass es jetzt zum Außenposten Golden Sands möchte. Um wahrscheinlich da Sachen zu Aber verkaufen, das ist kann ich mir nicht da, wo vorstellen. wir gerade waren, der Golden Sands. Ja, Nein, da segeln ja. die nicht wirklich von uns weg, weil wir dahin müssen. Die segeln nicht mehr in unsere Richtung, sondern entgegengesetzt unsere Richtung war, Ja, aber wo wir still sind. bleiben. Wir sind im Süden, die sind im Norden. Das meine ich, die segeln von uns weg, logischerweise. Jetzt drehen sie aber wieder. Das heißt, ich kann es noch nicht einschätzen. Jetzt segeln sie eher nordöstlich. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass sie Richtung Golden Sands segeln gerade. Müssen da halt auch. Wir könnten theoretisch ans westliche Ende der Karte und dann straight hoch. Ja, ich würde nicht zu sehr am Ende der Karte rumsegeln. Ja, aber du weißt, was ich damit Ja, meine. wir fahren ein bisschen mehr nordwestlich. Kann die halt schon wieder sehen. Ne, wir machen einen anderen Kurs. Norden kann man viele Richtungen nicht direkt zu denen zurückfahren. Das wäre einfach nur idiotisch. Aber ich habe halt das Gefühl, dass sie gerade nach Osten segeln. Weißt du, das Gefühl, ich sehe sie aber am Golden Sands Außenposten, habe ich sie jedenfalls gesehen. Wir sind aber nicht am Golden Sands Außenposten, zumindest nicht laut Karte. Ja, dann, wenn du meinst, können wir ja gerne mitten denen entgegenfahren. Ich meine nicht entgegen, ich meine Ja, aber an die dem sehen vorbei uns, weil links. wir sie sehen können. Können die uns auch sehen? Weil genau jetzt zeigen wir genau auf sie drauf. Ja, jetzt. Wenn du verstehst, was ich meine, dass ich da. Du siehst die halt am Horizont, literally. Ja. Bringt halt westlich fahren nicht sonderlich viel. Wir sind halt immer noch viel zu nah dran. Aber die fahren gerade in die andere Richtung. Die fahren gerade Richtung Cannon Ist ja Cove. in Ordnung. Die könnten uns halt locker am Horizont sehen. Das ist halt das, womit ich ein Problem habe. Ja. Nicht deren Ja. Segelrichtung. Auch bei unserer Ja, Größe. natürlich. Wenn wir die sehen können, können sie uns auch sehen. Wir sind ein Segel. Vor allen Dingen dadurch, dass sie halt Leute auf dem Ausguck haben. Aber siehst du ja noch weiter. Da dürften wir ziemlich offensichtlich sein.
ist. Ja, das Problem ist, wir sind überall offensichtlich, weil sie halt quasi mitten in der Mitte der Map sind. So ungefähr. Das Wetter ist halt auch einfach gerade in deren Vorteil. Drehen die zufällig gerade zu uns, weil so sieht's aus. Kann ich noch nicht einschätzen von der Karte her. Von der Karte nämlich noch nicht. Okay, nee, die haben unseren Arsch. Das lässt sich halt schwer sagen gerade. Wo vorne und hinten ist vom Ausguck aus. Ja. Musst mir sagen, wenn ich von der Karte runterfahre übrigens. Du bist noch weit weg. Aber die bewegen sich irgendwie kaum, was mich etwas irritiert auf der Karte. Wir bewegen uns auf der Karte wesentlich schneller als die. Wir sollten definitiv in A bleiben. Ja. Also wir sind noch, also wir sind jetzt gerade erst in B angekommen. Wir sind noch lange nicht in A. Fahren. Okay, sehr. Ja. Weil ich würde dich nämlich jetzt schon wieder winden. Weil du warst noch nicht am Ende der Karte, ich schon. Ich weiß, wie das Ende der Karte aussieht. Ja, die See färbt sich blutrot und es kommen Monster. Sehr viel ist spaßig. Ja. Okay. Jetzt segeln die weiter gen Norden. Aber es sieht nicht so aus, als ob sie genau zum Außenposten segeln würden. Sie segeln eher Richtung Cannon Cove. Twin Grove. Okay. Jetzt sieht es eher so aus, als würden sie weiter gen Osten segeln. Ja, ich sehe sie auch nicht mehr. Der Nebel hat eingesetzt, dadurch. Das ist schön. Ja, keine Ahnung, ob die uns noch gesehen haben, weil am Anfang konnten sie uns definitiv sehen. Aber da dachte ich, die wären halt noch weit genug weg. Ich dachte nicht, dass die uns dann auf die Entfernung versuchen zu verfolgen. Die segeln gerade weiter nach Osten. Also die segeln wirklich von uns weg dann gerade. Der Nebel ist ja für uns eigentlich sogar nur gut. Ja. Richtung Osten ist auch ein... Nein, nicht ganz Richtung Osten ist auch ein Sturm. Kannst wieder hochkommen, das bringt dir auf die Entfernung. Liegt das eh nicht. Du segelst gerade direkt auf Mermaid's Highway zu, also kannst du noch ein Stück nach Westen, dann fahren wir westlich am Mermaid's Highway vorbei. Das ist mein Plan, aber ich will jetzt nicht zu weit westlich dran vorbeifahren. Die Fahrt wird schon so lang genug dauern. Gut. Man kann sie mit dem Fernrohr aktuell noch sehen, zumindest jetzt wieder. Sie segeln gerade laut Karte immer noch Richtung Twin Growth, aber die bewegen sich ziemlich langsam, was mich irgendwie verwirrt. Ja, ich hab. Keine Ahnung.